Als der Fall stattfand, verschob sich die gesamte menschliche Unterscheidung von Gut und Böse in Richtung der langsameren und mühsameren Art des Egos, den sinnlichen Input des menschlichen Nervensystems zu interpretieren, zu verdauen und zu integrieren. Diese langsame, mühsame, rationale Analyse der Sinneseindrücke spielte eine notwendige Rolle im für das Ego vorgesehenen Verantwortungsbereich, aber war seiner eigentlichen Natur nach subjektiv. Geführt und gelenkt vom Geist, war das Ego ein wertvolles Werkzeug für tiefergehende Studien der materiellen Natur. Allerdings wurde es ohne den Überblick des Geistes wirklich kurzsichtig. Seiner Natur nach war des Egos Sicht auf sich selbst und seine Umgebung voreingenommen und unvollständig. Seine langsamere, aber hochspezialisierte Linkshirnanalytik der sinnlichen Information war ein machtvolles und sogar nach dem Fall voll funktionsfähiges Mittel für irdische Forschungen und Entwicklungen. Doch ohne Spirits Führung spielte es keine Rolle, wie gut die linkshirnigen Prozesse funktionierten. Der Mind war wie ein starkes Fahrzeug, das blind gefahren wird. Einem abgetrennten Ego, das sich selbst als sterblich und isoliert definiert, fehlt der Spielraum und die Ausdehnung des Geistes. Wenn es versucht, den menschlichen Mind eigenständig zu betreiben, ist es wie ein Kleinkind, das die übergroße Kleidung eines Erwachsenen trägt. Es fühlt sich bedrückt in etwas, was für ein anderes und größeres Wesen gemacht ist. Es hat nicht die Energie, die es braucht, ein solch erlesenes biologisches Werkzeug zu gebrauchen. Ohne den Geist kann das Ego nur 10% der Gehirnkapazität nutzen. Und auch dann sind seine Beobachtungen und Rückschlüsse oft ungenau. Ein Mind, der sich selbst als grundsätzlich getrennt konzipiert von dem, was er wahrnimmt, ist ein Instrument der Spaltung. Er kann nichts anderes tun als aufteilen, analysieren, gliedern und sezieren. Alles, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet, wird zu unverbundenen Segmenten reduziert, während Spirit, das Lebendige des Ganzen, vergessen ist. Mit seiner fiktiven Prämisse grundsätzlicher Verschiedenheit von sowohl Gott als auch Natur, denn darin wurzelt sein Denken, ist er nicht zur Vernunft befähigt, denn seine Prämisse ist eine Lüge. Das ist der Grund, weshalb der historisch-egoische Gebrauch des menschlichen Geistes so destruktiv war. Er erzeugte Gedanken, Bilder und persönliche Identitätsstrukturen, kulturelle Institutionen und letztendlich ganze Zivilisationen basierend auf der Illusion, das Individuum wäre grundsätzlich verschieden vom Grund des Seins, aus dem es und die ganze Schöpfung hervorgetreten sind. Nur Spirit hat die nötige Energie, Intelligenz und Arbeitssoftware, um die volle Kapazität des menschlichen Geistes zu nutzen. Wenn das Bewusstsein des Geistes den menschlichen Verstand erfüllt, ist er ein Instrument der Einheit, ein Instrument der Harmonie, ein Instrument der Kooperation, der Schöpfung und des Verstehens. Er wird ein transformativer Wirbel, ein Kanal, durch den das universale Bewusstsein in die physikalische Welt fließen kann. Als eine Komponente der spirituellen Struktur universaler Intelligenz, die durch die Menschheit auf die Erde fließt, hat das egoische Denken einen wichtigen Stellenwert. Doch wenn es isoliert, ohne die Übersicht des Geistes funktioniert, erzeugt seine Denkweise, zu ängstlicher Übertreibung neigend, Chaos, Unordnung und Krankheit. Trennung dort wahrzunehmen, wo es keine gibt, mit Vorstellungen von sich selbst, seiner Spezies, den Pflanzen, Tieren, sogar der Welt selbst als grundsätzlich getrennt existierend, ist egoisches, vom Geist getrenntes Denken zerstörerisch für den Menschen, die Umwelt und die anderen Lebensformen, die diese Umwelt teilen. Die Entscheidungen, die aus dem menschlichen Vertrauen in ausschließlich egoisches Denken getroffen wurden, haben ihre Unzulänglichkeit während der vergangenen Jahrtausende zur Genüge bewiesen.
Doch bis jetzt gab es keinen anderen Weg. Die freiwillige Kooperation der menschlichen Egos konnte nicht erzwungen werden. Es brauchte diesen Zyklus historischer Erziehung, um eure Spezies auf das gegenwärtige Bewusstseinsniveau und die egoische Aufnahmefähigkeit zu bringen, um schließlich klar mit euch kommunizieren zu können. Auch jetzt verarbeitet dein geistgesteuerter Bioschaltkreis Informationen von außerhalb der Reichweite deiner bewussten Aufmerksamkeit, umreißt deine Verhaltensoptionen und ermittelt, welche von ihnen das kreativste Interaktionsmuster repräsentiert. Wenn diese intuitiven Prozesse verlangsamt und erläutert würden, wenn die vielen Faktoren, deren sich das Ego nicht bewusst ist, dargelegt würden und ihre vielfachen Implikationen aufgezeigt, fände dein Ego nichts außerhalb seines Verständnisvermögens. Die grundlegenden Bausteine instinktiver Logik sind die gleichen, die das langsamere Verstehen des Egos gebraucht, verschieden nur in Geschwindigkeit und Genauigkeit. Doch um Zugang zur tiefen, intuitiven Weisheit der Lebenskraft zu bekommen, kann man nicht solcherlei Erklärungen verlangen und den Fluss der Augenblicke unterbrechen, indem man darauf besteht, Spirits subliminale Analyse Schritt für Schritt herunterzubrechen. Man muss einfach vertrauen und auf die Ergebnisse achten. Spontanität ist ein sinnvolles Verfahren gemäß dem Grundgesetz der Liebe. Ihre Genauigkeit ist unübertroffen. Sie ist nicht von angstbegründeten Emotionen vernebelt, kultureller Voreingenommenheit oder Abhängigkeit von linguistisch strukturiertem Denken. Die widerstandsfreie Supraleitfähigkeit der internen biologischen Datenverarbeitung organisiert die Daten in Lichtgeschwindigkeit und mit einer Klarheit, die den Absichten der Kinder des Lichts angemessen ist. Unter historischen Bedingungen wird